Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem mehr oder minder ersten Q&A. Ich habe sowas bis jetzt sehr wenig gemacht. Ich habe euch auf Twitter gefragt und viele dieser Fragen will ich jetzt beantworten. Das heißt, das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger, aber ich hoffe, dass ich dadurch möglichst viele Fragen von euch beantworten kann. Vorneweg etwas ganz Persönliches, denn meine Freundin hat ein super geiles Projekt und eine Firma entworfen, die Merch von YouTubern fair und nachhaltig produzieren will. Dieses Projekt ist mittlerweile auch gestartet und läuft sehr gut und damit nimmt sie am Kultur-Kreativ-Pilotenpreis teil. Bei diesem Preis kriegt man so ein bisschen Guidance und kriegt Tipps und Tricks dazu. Und genau dafür braucht sie eure Stimme. Denn die drei Projekte mit den meisten Stimmen werden sofort zum Auswahlverfahren vorgerückt. Und das ist eine super geile Sache. Deswegen bitte ich euch, werft einen Link in die Beschreibung, klickt auf den Link, klickt einmal auf das Herz. Es dauert nur 5 Sekunden, keine Anmeldung, gar nichts. Und damit tut ihr auch mir einen wahnsinnigen Gefallen. Nun aber zu euren Fragen. Zuallererst die von Brücki. Was hältst du aktuell von League of Legends? Ich habe die letzten Wochen extrem viel Spaß mit League gehabt. Ich bin geclimbed bis auf Master 100 DP, solange, so hoch wie auch seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber gerade ist es so ein bisschen der Kater nach einer harten Saufnacht. Es fällt mir sehr schwer, mit der Community umzugehen. Ich habe aber auch keinen Bock, Mute All zu machen. Ich glaube, das Game an sich ist relativ gut balanced, aber es sind einfach Champions-Meta, die mich heavily annoyen. Hikarim, aus meiner Sicht kein Counterplay. Evelynn, super anstrengend gewesen. Der Buff war komplett dämlich. Und damit raubt es mir sehr schnell die Lust, obwohl es gar nicht so schlimm ist wahrscheinlich. Aber mich nervt es einfach sehr. Und deswegen muss ich so ein bisschen lernen, neuen Spaß zu haben. Und vielleicht schaffen Brücki und ich das ja sogar zusammen. Die nächste Frage ist von Phil. Entweder Fulltime-Influencer oder Fulltime-Caster. Und tatsächlich hatte ich diese Wahl sehr oft in meiner Karriere. Also ich hatte sehr oft die Möglichkeit, das eine oder das andere zu machen. Und ich glaube, es würde mich sehr reizen, mal Fulltime-Influencer zu sein, weil ich es faktisch nie war. Ich habe immer auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt und das auch sehr gerne. Sei es TV-Moderator, Caster, Co-Caster, Analyst, Twitch, YouTube, die Social-Media-Sachen. Ich habe all das immer parallel gemacht und mittlerweile mache ich noch mehr als das. Das heißt, ich bin hinter der Kamera Squad-Lead für die Prime League, ich bin Lead-Host und Caster, das heißt, ich mache den Caster-Plan etc. Und für mich ist es super wichtig, so viele verschiedene Aufgaben zu haben, weil ich das Gefühl habe, dass ich so nicht verblöde. Ich hoffe trotzdem, dass ich es irgendwann mal schaffe, Fulltime-Influencer zu sein, weil ihr, also die Leute auf YouTube und Twitch, echt oft zu kurz kommen und Dinge quasi nicht entstehen, nicht weil ich nicht die Idee habe, sondern weil ich nicht die Zeit habe. Und das ärgert mich manchmal. Was wäre deine Alternative zu deinem jetzigen Beruf? Das ist natürlich super schwer zu sagen, weil mein Beruf schon sehr einzigartig ist. Aber Projektmanager ist etwas, was mir, glaube ich, liegt und was ich sehr gerne mache und was ich halt aktuell auch schon so ein bisschen zeitweise machen. Das heißt, ich würde hinter die Kamera wechseln, aber immer noch versuchen, an solchen Projekten teilzuhaben, wie eben die Prime League, weil es mir unglaublich viel gibt, daran mit allen anderen zusammenzuarbeiten. Wann traust du dich endlich mal wieder mit mir Tischtennis zu spielen? Ja, das Ding ist, dass ich mit Maxim Tischtennis gespielt habe und jedes Mal gewonnen habe, wenn wir bis 11 gespielt haben. Er spielt diese uralt Variante bis 21, kompletter Unfug, aber ich wollte ihn vor der Gamevasion nicht unnötig demoralisieren. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, nicht gegen ihn zu spielen, bis die vorbei ist. Jetzt, wo sie vorbei ist, werde ich ihn natürlich sehr gerne wieder in Grund und Boden stompen. Macht es aktuell noch Sinn, sich im Bereich E-Sportcaster zu bewerben? Naja, die Frage ist so ein bisschen, wo man sich bewirbt. Denn tatsächlich muss man realistisch sagen, dass nur sehr, sehr wenige E-Sportcaster gerade in Deutschland überleben. Das heißt, die ESL hatte, glaube ich, eine Zeit lang welche, dann vielleicht noch TakeTV und dann ist Freaks4U. Und zumindest im League-Bereich, muss ich sagen, sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben ein großes Caster-Team mit 9 Leuten wie Kernos und Pixavis und Annika, die hinterherziehen, aber eben auch die alte Garde mit Sola, Maxim und natürlich auch Mori. Und ich glaube, dass es aber immer noch E-Sport-Bereiche gibt, wo es keinen Caster gibt. Und vielleicht gibt es da keine so große Zielgruppe, aber da gibt es auf jeden Fall Bedarf. Und da muss man sich aber reinhängen. E-Sport geht generell, du gehst den ersten Schritt. Du machst erstmal deine Cast, setzt sie irgendwo hoch und danach kannst du dich bewerben und die nächsten Schritte gehen. Mit welcher Season verbindest du in League of Legends die meisten Erinnerungen? Bei mir ist es klar Season 2. Season 2 war ich durchgängig Top 100. Ich war wahrscheinlich einer der besten Midlaner ja, Europas oder zumindest auf jeden Fall Deutschlands. Ich bin Zweiter in der EPS geworden. Ich habe mit den Jungs von Gamer Hoppers haben wir tatsächlich, Game Hoppers haben wir super viel gewonnen. Ich habe mit Mr. Alles zusammengespielt. Wir haben gegen Moscow 5 mehrfach gewonnen. Wir haben 4-mal hintereinander den 4PL Cup gewonnen. Wir haben GoFall LOL eigentlich immer gewonnen, wenn wir wollten. Wir waren im Monthly Final. Das war die geilste Zeit und damit verbinde ich unglaublich viele positive Erinnerungen. Was sind so deine Tricks als Host? Meine Tricks als Host sind, nicht zu wissen, wie meine Sätze aufhören, wenn ich sie anfange. Ganz oft fange ich einfach einen Satz an und denke mir dann, holy shit, was willst du sagen? Und dafür habe ich es geschafft, keine Phrasen zu haben, sondern sehr viele verschiedene Satzanfänge, die ich in alle Richtungen manipulieren kann. Und das ist etwas, auf das ich stolz bin, weil mir das eben ja, die Möglichkeit gibt, sehr variabel aufgestellt zu sein. Wie viel Wachstumspotenzial siehst du noch in League of Legends, in Deutschland, aber auch in der Welt? Das ist super schwer.
Ich glaube, oder das, was ich mir wünsche für League, ist, dass es so lange da ist, dass es im Mainstream etabliert wird. Ich will in Bars gehen und sehen, dass League of Legends da gezeigt wird. Und ich glaube, der Prozess wird sein, dass viele, die League gespielt haben, irgendwann nur noch League schauen. Und ich glaube, das ist nichts Negatives, solange die junge Generation dann immer noch gerne League spielt. Und ich hoffe, dass so sehr viele, die jetzt in meinem Alter sind, so Mitte 20, Ende 20, dass die dann irgendwann in Entscheidungspositionen sind, wo sie immer noch wissen, was League of Legends ist. Weil ganz oft haben wir damit zu kämpfen, dass wir mit Leuten verhandeln, die keine Ahnung haben, was zur Hölle League of Legends ist. Könntest du dir vorstellen, Aufklärungsarbeit im E-Sport zu betreiben? Ich tue das tatsächlich schon. Ich bin vor der Corona-Zeit an Unis gefahren, habe da natürlich versucht zu helfen. Ich habe aber gerade auch vor Führungskräften gesprochen, also 50 Jahre plus. Und die Erfahrungen waren unglaublich hilfreich für mich auch zu verstehen, okay, was verstehen die Leute nicht, was verstehen die Leute schon, wie kann man Dinge auch in eine Beziehung setzen, Vergleiche mit Sport etc. Und ich werde das auf jeden Fall wieder machen. Aktuell ist es wegen Corona natürlich schwer, aber ich hoffe gerade auch, dass ich Möglichkeiten habe, wie mit der Sportschau zu reden oder ähnliches, weil ich sehr, sehr gerne den E-Sport in Deutschland nach vorne bringen will. Schreibst du dir für die Episoden der Prime League ein Skript? Nee, es gibt kein Skript. Ich habe keinen Teleprompter, ich habe keine Karten, ich mache alles free. Das mache ich bei anderen Produktionen nicht. Also RAN eSport zum Beispiel, wo wir verschiedene eSport-Titel haben, da habe ich was Skriptähnliches, da habe ich vorgeschriebene Sätze oder zumindest Zitate oder ja so Stichpunkte, die ich habe. Bei der Prime League ist alles on the fly. Es liegt aber daran, dass ich inhaltlich mit Philipp zusammen maßgeblich dafür beteiligt bin. Das heißt, ich entwerfe auch die Segmente, die wir haben, und dadurch weiß ich sehr genau, was ich sagen will und muss mir das nicht aufschreiben. Das ist aber natürlich auch etwas, was mit sehr viel Erfahrung kommt und was wahrscheinlich so für mich auch in keinem anderen Bereich produzierbar ist. Aber da ich an jedem Schritt beteiligt bin, der zu diesem Thema in der Sendung führt, weiß ich natürlich auch ganz genau, was ich darüber sagen will und brauche deswegen kein Skript. Wie lange wirst du im Spandau und Fernau noch aktiv sein? Das ist eine harte Frage. Ich habe tatsächlich schon öfter mit dem Gedanken gespielt, auszutreten, aber eher dann, wenn die Jungs sagen, boah, wir wollen jetzt wirklich nochmal richtig krass werden. Weil dafür fehlt mir wegen der Prime League einfach die Zeit. Das heißt, ich habe immer gesagt, Jungs, wenn ihr richtig tryharden wollt, dann braucht ihr einen anderen Midlaner, weil ich kann einfach nicht trainieren. Also wir trainieren ja eh nicht und ich glaube, es wäre auch generell schwer und auch nicht das, wofür Spin steht, aber ich hätte nicht die Zeit. Das Ding ist aber, dass ich das Gefühl habe, dass der Rest auch nicht diesen Ehrgeiz hat oder auch nicht diesen Willen, und deswegen passe ich gut ins Spandau und Fernau rein und kann mir auch vorstellen, auch lange aktiv zu sein. Bin aber sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Wann kommt wieder Tacheles? Naja, Tacheles ist ein Format, was ich sehr geliebt habe, wo ich so ein bisschen Retalk machen kann, aber es ist genau eins dieser Formate, wo ich viele Ideen habe, aber einfach keine Zeit. Das Ähnliche, das wurde öfter gefragt zu Professor Johnny. Ich meine, ich habe hier die Wand neben mir, die ihr gerade nicht sehen könnt, aber ich hätte Bock dazu, ich habe nur leider nicht die Zeit. Ich hoffe, dass das in der Offseason passiert, dass das vielleicht von November zu Januar passiert oder dass es jetzt vielleicht sogar im September geht, aber gerade in der Offseason muss ich auch gucken, wie ich mit meinen Kräften haushalte, weil ich brauche ab und zu wirklich mal eine Pause. Die nächste Frage ist von Bram, ob ich mir schon mal überlegt habe, in eine Punika-Flasche zu pinkeln. Es gab solche Momente während Casts, wo ich Solo-Casts hatte und es war mitten in der Nacht und das Game ging schon 65 Minuten. Ich dachte mir, oh mein Gott, meine Blase platzt. Bis jetzt habe ich es aber noch nicht getan, tatsächlich. Ich weiß aber von den ein oder anderen Caster, der jetzt nicht Teil von Summoners Inn ist, aber der das schon mal gemacht hat. Und das, ich kann es nachvollziehen, auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Die letzte Frage ist von Grabs, der mich gefragt hat, wann ich das erste Mal gemerkt habe, dass das mit E-Sport das Richtige ist. Und ich kann tatsächlich keinen Moment wirklich nennen. Ich glaube, die allererste TV-Show bei Sport 1 mit Malte auch damals war was ganz Großes, wo ich das Gefühl hatte, okay, sick, das ist es. Die meiste Anerkennung aus meinem alten Freundeskreis und so habe ich nach dem ZDF-Morgenmagazin bekommen. Das war crazy. Aber ich glaube, bei mir war es, als ich gemerkt habe, ich funktioniere auch auf YouTube. Ich bin nicht nur der Caster, ich bin nicht nur der, der irgendwie Ahnung von League hat, sondern Leute gucken mich auf, weil sie mich unterhaltsam finden. Das war etwas, wo ich gemerkt habe, okay, das habe ich mir selber nicht zugetraut und das hat mich darin bestärkt, dass das hier der richtige Weg ist. Zu guter Letzt natürlich noch der Hinweis darauf, ich überlege aktuell, ob ich so Champions-Wochen mache, wo ich nur einen Champion on-stream spiele und dann hier die Videos auch auf dem Zweitkanal hochlade. Wenn ihr Empfehlungen habt für einen Champion, dann sendet mir die gerne in die Kommentare. Ansonsten schaut gerne in die Beschreibung, klickt auf den Link, verteilt das Herzchen, dann schafft es meine Freundin vielleicht noch in die Top 3. Das würde mir sehr viel bedeuten. Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter. Tschüss.